Und damit herzlich willkommen zum Pixel Sorting Glitch in DaVinci Resolve. Dieser Effekt kommt nicht in der Standardversion, es ist allerdings ein kostenloses Plugin und das äquivalente Plugin für After Effects kostet 15 Euro, also danke Chris, dass du es bereitstellst. Die Pixel Sorting Fuse kriegst du über Chris Riddings GitHub, da klickst du hier einmal auf Pixel Sorting Fuse und dann mit Rechtsklick auf die .fuse Datei. Und zwar Link speichern unter und das musst du in einen ganz bestimmten Ordner reinspeichern. Um diesen Ordner zu finden, gehst du in DaVinci Resolve auf Fusion, öffnest deine Effect Library, klickst dann hier auf Templates, auf die drei Punkte, Show Folder und damit kommst du schon mal in den Templates Ordner. Jetzt gehst du einen zurück auf Fusion und findest diesen Fuses Ordner. Und dann kopierst du dir einfach den Ordnerpfad und genau in diesen Ordner möchtest du es reinspeichern. Wenn du das dann im Ordner hast, dann musst du DaVinci Resolve neu starten, damit er diese Fuse-Datei zum ersten Mal lesen kann. Und dann erscheint sie als Tool in Fusion. Hier in Fusion können wir dann mit Shift-Space nach Pixel suchen und da finden wir die Pixel-Sorting-Fuse auch hier. Wenn wir die jetzt in unseren Flow legen und uns angucken, dann sehen wir, die Pixel werden nach ihrer Helligkeit, also Luminanz, sortiert und zwar vertikal, also von oben nach unten und zwar aufsteigend. Das bedeutet von oben angefangen das Dunkelste bis zum Hellsten ganz nach unten. Du kannst natürlich auch Decreasing sortieren, das spiegelt dann das Bild nach oben und du kannst natürlich auch horizontal sortieren lassen. Nun siehst du hier in der Mitte einen leichten Knick und das liegt daran, dass meine maximale Pixellänge hier unter meiner Canvasgröße ist. Und diese Maximallänge, die bestimmt quasi, wie stark segmentiert das Ganze wird. Wenn ich die jetzt zum Beispiel auf 50 Pixel stelle, dann erhält man hier immer wieder so kleinere Abschnitte, aber normalerweise ist dieser Effekt eher etwas, was man über diese gesamte Bandbreite nimmt. Also gehe ich hier oben hin und nehme meine maximale Länge. Also 2688. Und das Wichtigste für die Animation des Effektes ist die Range Height und die Range Low einzuschränken und zu animieren. Denn wenn ich die runterziehe, dann siehst du, dass einige Details erhalten bleiben, aber manche Pixel gerade hier in den Schatten sortiert werden. Und da musst du so ein bisschen rausfinden, was ein guter Wert ist. Bei mir wird er ziemlich hoch sein, weil diese Werte hier fast am Ausbrennen sind. Und wenn du das wie ich animieren möchtest, dann kannst du entweder auf den Range Low oder auf den Range High Slider einen NM Curves Modifier mit Rechtsklick einfügen, Modify with NM Curves. Und damit geht das über die gesamte Zeit, die der Clip jetzt da ist, vom Anfang bis zum Ende, wenn du auf Duration stellst. Du kannst natürlich hier unter Curve auf Custom stellen und einen eigenen Verlauf ziehen, wie zum Beispiel ich. Ich hatte ungefähr so eine Kurve. Und ich würde dir empfehlen, diesen Effekt einmal auf einen Adjustment Clip anzulegen, weil dann kannst du einfach mit Alt gedrückt halten, den an die Stellen kopieren, wo du den Effekt hinhaben willst und musst dann einfach nur noch die Scale im Modifier anpassen, um Dinge rauszuholen. Und keine Sorge, wenn dein Playback bei diesem Effekt echt lahm ist, er ist wirklich ein sehr rechenintensiver Glitch-Effekt. Apropos Glitch-Effekte, wenn du ein kostenloses Pack Glitch-Effekte haben willst, dann schau dir dieses Video an. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.